Mystiker, Mittler, Mensch war Bruder Klaus, der Schweizer Nationalheilige. Auf seinen 600. Geburtstag im Jahr 2017 hin wurde ein Trägerverein gegründet, der neben vielen anderen Aktivitäten dieses Gedenkbuch herausbrachte. Groß wurde in Zürich die Buchvernissage gefeiert. Unter den zahlreichen Bruder Klaus-Begeisterten und Kennern war auch die Publizistin Clara Obermüller anzutreffen, die fürs Ferment ein Interview gab. Frau Obermüller, viele Leute hinter uns. Bruder Klaus scheint ein wichtiges Thema zu sein und trotzdem hat man das Gefühl, viele Menschen verstehen diesen Heiligen nicht. Wie kann man so die Schwelle zu Bruder Klaus ein wenig senken? Man muss sich mit ihm auseinandersetzen, weil so landläufig ist natürlich immer nur der Mann, der seine Familie verlassen hat, Frau und Kind im Stich gelassen hat, in den Rampf ging, heilig wurde. Das reicht natürlich nicht. Diese Geschichte wäre wirklich einfach eine Skandalgeschichte. Und man muss sich schon tiefer einlassen, um zu verstehen, was hinter dieser Geschichte steckt. Tiefer eingelassen haben Sie sich. Wer ist Bruder Klaus für Sie? Für mich ist er ein Gottsucher. Vielleicht auch ein Gottfinder, das weiß ich nicht, aber sicher ein Suchender, der sein ganzes Leben aufs Spiel gesetzt hat. Das war für ihn nämlich auch nicht einfach, alles hinter sich zu lassen. Seine Ämter, seine Familie, seinen Besitz, einfach alles auf Zusehen hin wegzugehen, in die Einöde zu gehen, diesem Ruf zu folgen, den er offensichtlich hörte. Und dann 20 Jahre da in der Einsamkeit, in der Einöde, in dieser Schlucht zu verbringen und immer wieder zu fragen, was will Gott von mir, wer bin ich und wer ist Gott? Ich bin nicht sicher, dass er endgültig am Schluss eine Antwort gefunden hatte, aber er ist für mich einer der überzeugendsten Gottsucher, die ich in der Geschichte kenne. Was lernen Sie von ihm? Auf das zu hören, was eine innere Stimme vielleicht oder wie wir das nennen sollen, mir zu sagen hat. Immer wieder zu fragen, was will Gott von mir oder was will ich von mir und meinem Leben. Mich nie zufrieden zu geben mit diesen Antworten und einfach immer weiter zu suchen und auf der Suche zu bleiben. Und letztendlich ist es vielleicht das, keine Angst davor zu haben, alles, was ich scheinbar besitze und was mir sicher ist im Leben, hinter mir zu lassen und einfach ins Unbestimmte, ins Leere hinauszugehen und keine Angst zu haben vor diesem Sprung ins Leere. Ja, das Thema Loslassen. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja auch, wenn man älter wird, ein Riesenthema. Ist es für Sie auch, führt es Sie näher zu diesem Thema hin? Also ich beschäftige mich jetzt schon weit über 30 Jahre mit diesem Thema. Also mit dem Alter hat es zunächst mal nichts zu tun. Mich hat ja vor allem seine Frau Dorothee interessiert, weil in sie konnte ich mich hineinversetzen. Und ich war eigentlich eine der ersten, glaube ich, so in der neueren Zeit, die eben diese Frage gestellt hat, wie war es denn für Sie? Und Ich bin darauf gekommen, dass sie diesen Weg mit ihm mitgegangen ist, dass sie seinen Entscheid mitgetragen hat. Also nicht, wie es früher immer hieß, sie hat einfach verzichtet, demütig, wie sich das für Frauen so gehört. Und er ist so über ihren Kopf hinweg einfach seinen Weg gegangen, sondern die sind diesen Weg zusammengegangen. Und Bruder Klaus konnte eigentlich nur der Heilige werden, den wir heute verehren, weil eben seine Frau diesen Weg mit ihm gegangen ist und ihm auch dieses Einverständnis mit auf seinen Weg gegeben hat, obwohl das für sie ja zunächst eine Katastrophe gewesen sein muss, den Mann ziehen zu lassen und mit 10 Kindern und das Kleinste war, glaube ich, 13 Monate alt, zurückzubleiben, völlig allein. Das kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen. Was würden Sie Dorothea gerne fragen? Wie sie es ausgehalten hat, das habe ich sie auch in meinem Hörspiel, das ich ja über sie geschrieben habe, gefragt. Und ich denke, dass in ganz unterschiedlichen Situationen jeder Mensch, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, in Situationen kommen können, wo sie das Liebste lassen müssen, sei es durch den Tod oder durch eine Trennung oder was auch immer.
und da mitgehen zu können, sein Einverständnis geben zu können, und zwar nicht zerknirscht, nicht resigniert, nicht verbittert, sondern aus freien Stücken, aus vollem Herzen. Ich denke, das kann nur die Liebe leisten, und deswegen liegt mir Dorothee so am Herzen. Sie ist für mich eine ganz große Liebende. Und was hätten Sie Bruder Klaus gern gefragt? Wie es geschafft hat, sicher zu sein, dass es wirklich Gott ist, der ihn ruft, und nicht irgendeine, was weiß ich, ein Dämon, ein Teufel, hätte man früher gesagt zu seiner Zeit, oder irgendeine Einbildung, würden wir heute vielleicht sagen. Und was ihn so sicher gemacht hat, dass er diesen Weg so gehen konnte, gegen alle Widerstände und gegen alle Vernunft. Ich habe ein paar Stichwörter für Sie. Visionen. Schwierig. Loslassen. Auch schwierig, aber letzten Endes ein Gewinn. Abschied. Schmerzlich. Tod. Das große Geheimnis.